Hi Leute, moin, schön, dass ihr da seid. Ich bin euer Wolle von den Glorious Gamers und bei mir ist der Todo aka Windfighter. Moinsen! Und der Daniel aka Fantanman. Moin! So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg hier, wie ihr seht, von Cabanino liegt hinter mir, da. Und ich bin auf dem Weg nach Starry, um den Todo aufzukratzen. Yep. Einzusammeln, wie auch immer. Wie ihr seht, ihr habt ja bestimmt in Alfs Video gesehen, ich bin gestorben, einem Bug zum Opfer gefallen und noch vieles mehr. Hat dadurch mein ganzes Gear verloren, aber inzwischen bin ich wieder neu komplett equipped. Viel zu viel, wie ihr sehen könnt, alles voll hier. Aber okay, so der Todo müsste mir eigentlich gleich entgegenkommen. Wo bist du denn, Todo, jetzt? Erzähl mal. Ich laufe jetzt gerade aus Starry wieder raus. Da ja wieder, ja. Ich hab mal wieder einmal ohnmächtig geworden bin. Ach, du bist gerade ohnmächtig geworden? Nee, eben gerade nicht, aber vorhin, ne? Ach davor, nehme so, ich kann so, sagen, ja. Ne? Ja, ja. Und hoffe, dass ich euch jetzt gleich wieder finde und dann sozusagen an meiner relativ neuen Leiche rangehen kann, denn. Ja, willst du erstmal ins Military-Lager? Ich komme gerade zu dir in deine Richtung, genau. Gut. So. Ich sehe auch schon den Ortseingang Starry Sobor. Rennst du Straße lang oder wo läufst du? Ja, ja, genau, ich bin mitten auf der Straße. Es sind ja nicht so viele Leute online auf dem Server, von daher kann man genau das mal machen. So, wo ist er denn? Wo ist der Todo? Die Kirche sehe ich schon, die wundervolle, Kirche. Hier komme ich dahin wieder zurück, weil ich glaube, ich bin nämlich. Ah, wenn du die Kirche siehst, ja, muss aber mir fast ein Stück weit weg. Aber ich sehe sie, ich sie schon. Ja, das, dann müsste, glaube ich, schon bei mir fast vorbeigeluppelt. Ich bin auf der Hauptstraße und du? Ja. Die Kirche sozusagen jetzt vor meinen Augen. Da sind wieder drei, vier Zombies, ne, die ich hier gerade mitgestraft habe. Jo, ich bin gleich da. Ich renne auch nur wieder im Unterhemd rum, weil ich gerade mein T-Shirt zum kleinen Bandage machen musste. Ich kann dir gleich richtige Bandagen geben, wenn du willst. Jo, da kann ich meine Wegbandagen wegwerfen. Ja. Die sind ja auch nicht so sauber, sag ich mal, nicht desinfiziert. Ja, ich sehe dich schon. Da ja, kommt er. Da kommt er. Ich nehm schon, ich nehm meine Achsen. Genau, weil zwei Zombies bei mir. Ich kann mich schon wieder verdoppelt. Immer musst du deine Boxen anhaben. Hast du kein Headset? Doch schon, aber hab meist aber immer Boxen, damit ich noch nebenbei noch was mitkriege, ne? Ja, das ist immer so laut. Renn einfach mir vorbei, ich kümmere mich an den Zombie. Genau. Na komm her. Madame Zombie. Kriegst du Axt im Kopf? Yep. So, hier, warte mal, ich geb dir mal erstmal hier. Einer kommt noch. Ich seh's. Hier, zack. Öffnen. Offen. Raus damit. Und zack. Hier liegt alles. Alles kommt her hier. Achso, die Flasche, ich habe nämlich noch keinen Rucksack. Nimm mal die Flasche nochmal bitte mit. Jo, gleich. Erstmal kümmere mich um die drei Zombies hier. So. Sauber. Okay, können wir vorne noch mal rum. Stecke ich ein, so und so. Gehen wir vorne mal zum Brunnen, würde ich sagen, wa? Einmal kurz was trinken. Ja, sein muss. Dort sind wir so kurz vor Orange, ne? Aber tu mir mal eingefallen und stell mal deine Sensitivität höher vom Teamspeak. Nicht, dass ich das rede, jedes Mal sich das aktiviert und deine Boxen und alles, weißt du? Vor allem in der Aufnahme kommt es immer schlecht. Ey, gestern, wo Alf aufgenommen hat, war ja so ein Chaos, hat ja jeder dazwischen gequatscht. Jeder hat geredet und dann kam das alles auch nochmal aus deinen Boxen raus. Ey, das war so laut alles. Ich musste den kompletten Teamspeak erstmal mindestens um 10 Dezibel leiser drehen, ey, weil das so laut war. Ich trinke auch mal was hier. Ach, ich muss eine Flasche auffüllen. So Leute, für die, die es noch nicht wissen, anstatt ihr, dass ihr immer die die mittlere Maustaste drückt, wenn ihr was aktivieren wollt, könnt ihr auch F drücken, ja.
Nur mal so, das ist einfacher. So, dann nehmen und wir schneller. Ja, genau. So, fill bottle, zack. Alles klar, dann wird das auch geschafft. Jo, ich bin auch über die Fälle. Ach, ich esse mal noch einen Happen, obwohl es erst gelb. Wenn es rot ist, dann trinke ich, esse ich was. So, dann kommen Sie mal mit hier. Aber gern. Folgen Sie mir mal, junger Mann, ne? Jetzt ja, wie hinter dir. Ich klappe mal meinen Bipod schon mal aus, sicherheitshalber, man weiß ja nie. Genau, genau. Obwohl, ist natürlich wenig los, ne? Ja, ja, das auf jeden Fall, genau. Jo, Daniel, jetzt kommen wir zu dir. Na, erstmal gehen wir ins Militärlager. Na gut. Da wolltest du ja hin. Nee, eigentlich wolltest du zu meiner Leiche, ne? Ja, dann müssen wir aber Richtung Süden, meiner Meinung nach. Ja, ja, nicht hier gleich eine Leiche, Alter. Ja, wie, hast du denn hier Wiederbelebung mit? Ja, ja, ich hab alles dabei. Ja, nee, dann beleben wir dich wieder auf jeden Fall, Daniel. Ah, dann müssen wir in die andere Richtung, dann müssen wir Richtung Süden, weil er liegt doch zwischen Pavlovo und Komarovo, oder täusche ich mich da jetzt? Nee, nee, lass mich einfach ruhig Basislage hin und dann von da aus führe ich denn. Ja, aber dann welches Basis-Militärlager willst du denn? Das hier bei Cabanino oder das bei Pavlovo? Das bei Pavlovo. Ja, das ist noch ein weiter Weg. Na dann komm, dann müssen wir aber in die andere Richtung. Wie laufen wir denn am blödesten? Am besten wäre hier rechts denn hier unten, hinterm Bayer Kirche. Ja, in Richtung Porobo müssen wir nämlich. Genau, genau. Richtung Porobo, dann Pogorevka, Pulkovo, Kozlovka, Richtung Balota wieder runter. So, Porobo, rechts 3 Kilometer, alles klar. Heißt das jetzt hier rechts oder nach dem Schild? Nach dem Schild. Nach dem Schild. Gut, nach dem Schild. Hier rechts. Oh, leck. Jo, hab ich auch. Ja, das ist halt das, weil es US-Server ist, ne? Und der Ping hier auf den US-Servern ist ein bisschen höher. Der liegt so knapp bei 200. Rucksack schon mal drin, kannst du mir schon mal doch ein paar Sachen geben. Ja, das ist schon mal ideal, dann kann ich mich schon mal entlasten. Genau. Nachdem ich so viel gelootet habe heute Morgen noch. So, warte mal, komm mal her, ich gebe dir mal ein bisschen was. So, einmal kriegst du von mir das Trinken. Du bekommst von mir das Rotpunktvisier. Du bekommst von mir schon mal ein 60er Magazin. Den Schalldämpfer und einen Dosenöffner. So, brauchst du, ja warte, ich gebe dir noch was. Und zwar, nee, das war die falsche Medic-Tasche. Hier, die hier. Eine habe ich bei mir auch mal eine Leiche. So, zack, gebe ich dir erstmal eine Bandage. Hier. Und hier mal noch 8%iges Antibiotika erstmal. Aber ich habe es halt brauchen, ne? Ja, ja, eben. Sehe ich auch so. So, jetzt zeig erstmal wieder schön Platz. Alles klar, dann können wir weiterziehen. Jo. Ich werde mal hier einen Cut setzen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir. Jo, dann schnack ruhig wieder da. Genau, genau. Also bis später, Leute. Moin Leute, hammergeil, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ich bin euer Wolle von den Glorious Gamers und bei mir ist wieder der Todo aka Windfighter. Moin sind alle zusammen. So, wir hatten hier eben, wie ihr seht, wir sind auf dem Nordwest Airfield. Wir hatten hier gerade, der Todo hat gerade einen getötet. Und zwar... Aus Versehen. Aus Versehen, ja genau. Rein zufällig ist der ein Schuss gelaufen. Und zwar da hinten war das, da waren wir noch bei den anderen Hangaren. Und... Ja, der hat Combat Lock, die Sau, ja. Also der ist gleich, seine Leiche ist gleich im Boden verschwunden, Alt F4 und so. Richtig schön noobig. Und der andere, die waren zu zweit, ist weggerannt, nachdem ich ihm mit dem Scharfschützengewehr hinterher geschossen habe. Und dann meine Munition, aber genau in dem Moment alle war, als ich abdrücken wollte,
konnte er durch die Wand da hinten entwischen. Die Ratte, die. Ja, jetzt haben wir aufmunitioniert. Und weiter geht's. Ja, wir hatten gerade Glück. Wir haben hier diese goldenen Kisten. Haben wir zwei Stück gefunden. Also der Todo hat die gefunden. Zwei Stück, die hat jemand aus Versehen in seinem Rucksack liegen lassen. Hat den Rucksack weggeschmissen und dann waren die zwei im Rucksack drin. War recht cool, muss ich sagen. Jo, mach ich auch. Das wäre echt super. Ja, jetzt hat jeder von uns so eine Kiste. Also, herrlich. Herrlich. Hier liegt wieder Munition für meine. Dafür habe ich aber jetzt hier noch 140 Schuss, ey, mit einer Sniper. Ich habe momentan das Visier drauf. Ich habe aber auch... Ah, wo ist es denn? Das Sniper-Visier. Das sieht so aus. Da kann ich dann auch ranzoomen. Wie bei der DMR eigentlich. Könnte man vergleichen. Aber für den Nahkampf verwende ich lieber dieses Visier. Das ist eigentlich ganz cool. Zoomt zwar nicht so stark ran, aber das passt schon. Ansonsten, wir sind gut equipped, wie ihr gesehen habt. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Und zwar habe ich eine Mosin 9130 mit einem PU-Scope, Bayonet, B-Port und halt genug Munition. Ich habe zweimal Reis, drei dieser Feldflaschen. Dosenöffner habe ich, hier drei Medikits, da ist alles mögliche drin. Hier habe ich noch eine Wasserflasche, normale Plastik. Die wird aber gleich weggeschmissen, sobald ich die anderen Flaschen aufgefüllt habe. Todo, ich gehe schon mal nach oben. Alles klar, ich mache hinten Tür zu, ne? Jo, mach das. So, schauen wir mal, hier liegt eine Axt. Was haben wir hier? Eine Oh, ich habe was für dich gefunden, Todo. Oh, jo, komm hoch, willst du jetzt hinten rein in den Raum gehen? Jo, hier oben liegt für dich ein Salinbag. Ah, fett, korrekt. Wolltest du doch haben. Genau, genau. Naja, Leute, ich habe schon nämlich einige Salinbags. Ich habe drei komplett fertige. Das heißt, die Salinbags kombiniert mit den Starter-Kits. Falls ich die Leute fragen, falls ihr euch fragen solltet, was sind die Starter-Kits? Starter-Kits kann ich euch gerne mal zeigen. Ich pass mal auf, dass auch keiner an die Treppe hochkommt nebenbei. Dafür muss ich meine Waffe mal beiseite legen. So, und zwar war das Starter-Kit. Ach, jetzt habe ich hier schon wieder rausgeschmissen. Ich bin abgescheuert. Nein, hier war es nicht. Hier, das hier sind die Starter-Kits. Die kann man kombinieren mit den Blood-Packs oder halt mit diesen Salin-Packs. Und dann hat man automatisch die Schläuche und die dazugehörigen Nadeln, um das eine Infusion für den Körper zu erschaffen, automatisch drinne. So, Todo, guck mal, ob hier oben gleich so ein Erste-Hilfe-Paket auftaucht, bei der Axt, die da liegt. Ja. Weil ich habe meins rausgeschmissen und vergessen, dass die ja hier meistens rumbacken irgendwie. Genau, unten ein Tiefer sind die bestimmt, ne? Ah, ich hab's schon. Ja, ja, es liegt hier unten wieder. So, hier, alles klar. Hier seht ihr, hier habe ich dreimal diese Salin-Pack, einmal Badly Damage, einmal Worn und einmal Pristine. Und damit kann man Blut auffrischen, man kann, wenn jemand bewusstlos ist, ihn wieder aufwecken, etc. pp. Hier unten liegt nochmal so eine Munitionskiste, Todo. Sogar zwei Stück. Ja. Nee, echt? Ja. Oh, ich wollte jetzt unten reingehen. Naja, aber braucht man ja nicht, wa? Die man eigentlich nicht. Wir haben ja kein schon Platz. Jeder eine. Und Platz habe ich auch nicht. Nee. Wohl wahr. Jetzt hat mich hier gerade der gute Snaps, der Sohn von VMG Alf, angeschrieben. Und hat gefragt, wie DayZ ist. Ja, ich kann ihn jetzt leider nicht antworten und Mike später. Obwohl, eigentlich könnte ich ihm. Ach, ich antworte ihm schnell. So, ich gebe Deckung. Ist super, macht viel Spaß. Mach gerade Aufnahme. Sag Hallo zu den Zuschauern. Ja, nachdem, wenn er wieder geantwortet hat, werde ich dann Steam mich auf Offline schalten. Und dann passt es schon. I'm feeling hungry. Ja, ja, blam. Bei mir kriegt er immer erst was zu essen, wenn es schon rot ist. Genau, genau. Und dafür habe ich dann wieder eine Stunde Ruhe oder so. Oh, Zombie. Muss man's vorbei. Zwei Stück. Jo. Hallo Zuschauer, schreibt er. Alles klar, so, dann gehe ich jetzt mal offline. Zack. Alles klar.
Ja, der Snaps hat auch einen Kanal. Könnt ihr ja auch mal raufgehen, Snaps LP. Ich hau einfach mal den Link für seinen Kanal in die Description unten rein und dann schick. Todo, ach, da fällt mir was ein, Todo. Wir wollten noch letztes Mal, das haben wir offscreen erzählt, oder beziehungsweise ausgemacht, da wollten wir ein bisschen was über die Uelzen Fighters erzählen. Deinen Clan, was für Server du hast. Erzähl mal, was hast du denn so für Server? Na gut, momentan, wir sind zwar jetzt wieder mal ein kleiner Clan geworden. Wir waren vorher auch mit 12 Mann. Jetzt aber momentan wieder nur zu 4, kann man sagen. Mhm. Und Server besitze ich ja eigentlich 3. Der eine ist bei uns ein Testserver, den bauen wir gerade ein bisschen um. Nur das wird noch nicht genau verraten, weil das soll man denn machen, wenn er nämlich da ist. Okay. Und offiziell auf jeden Fall ist ein Days Epoch Scenario Server. Mhm. Der läuft auch manchmal gut, manchmal schlecht. Man kennt das ja, ne? Mal eine Woche ist voll viel los, denn wir ein, zwei Wochen nichts. Und speziell natürlich habe ich aber auch noch einen Days Epoch Sauerland am Start. Und der ist momentan auch eigentlich recht gut besucht, kann man sagen. Ja, und man kann alles Mögliche finden. Also es gibt halt auch zusätzliche Sachen und so. Wurde halt ein bisschen dran rumgemodelt und so. Ach, genau, genau. Bist du. Ich habe dich schon gesucht. Ja, ja. Nee, ich bin schon hier kurz vorm Lager auf jeden Fall. Ja, ich sehe dich. Ja, jedenfalls wurde daran halt ein bisschen was. Todo ist ja halt der fleißige Admin und sowas, der da viel rumwerkelt, macht und tut, die Updates immer sofort drauf zieht und alles. Das ist ja wohl selbstverständlich. Ja, ja, klar. Ich hoffe ja auch, dass bald mal die Days Standalone Fights frei sind. Jo, dann jetzt auf jeden Fall Server, ne? Auf jeden Fall. Mit dem Alf zusammen gibt's dann einen DayZ Standalone Server. Genau, genau. Ich denke mal, wenn die Private Files heraus sind, denke mal, werden wir beide bestimmt separat zusammen einstarten, ne? Du hast einen Zombie hinter dir. Jo, warte, Axt kurz raus. Oh, der kommt jetzt zu dir in die Tanne. Gut, dann verarsche ich ihn. Ah, ich habe auch einen bei mir. Stravanza, der da. Jo, meine ist down. Ja, meiner hat erst nicht getroffen. Aber meiner ist auch down. Gut, dann lass mal hinten am besten. Oh, einer ist noch da. Was? Aber gerade angehört. Zombie oder Spieler? Zombie. Okay. Zombie. Nur gehört. Kann auch sein, dass es dieses Nachschreien ist, ne? Weil manchmal dauert es ein paar Sekunden. Jo. Wohl wahr. Wollen wir vorne erst die Bunker checken oder hinten die Zelte gleich direkt? Nö, erst die Bunker, würde ich sagen. Alles klar, dann geh ich vorsichtig durch. Aber wir gucken erstmal, würde ich sagen, ob vielleicht irgendein genau. Lager ein Zombie-Aggro hat. Also da kommt schon ein Zombie angerannt, auf jeden Fall. Ja, der ich wechsle auf Axt. Der rennt zu mir, ich habe Axt schon draußen. Nee, der kommt in meine Richtung. Ach, der kommt zu dir, okay. Jo. Wie das immer klingt, wa? Ey, da hat die Dumme mich nochmal erwischt. Oh, blutest du? Ja, ich bin gerade verarzten. Alles klar. So, ich habe hier auch noch eine Zombie-Tante. Die kriegt jetzt von mir ganz hinten, von hinten sneaky die Axt im Kopf. Ja. Ah, ich bin zu weit weg. Donk. Ah, ja, jetzt ist schon wieder der Verbinde. Bakto. Kann mich wieder nicht verbinden. Okay. Soll ich. Ich teste noch einmal den Zweitrick. Indem ich es halt direkt in der Hand nehme.